So, ich hoffe, dass der Stream auch schon vernünftig läuft, dass wir hier keinen Abbruch haben in der ersten Sekunde. Und ich fange auch schon mal 5 Minuten eher an, als ich das gerade reingepostet hatte. Denn wir werden heute auf jeden Fall nur bis 22 Uhr streamen, das kann ich schon mal sagen. Danach muss ich nochmal raus an die frische Pokémon-Luft und den Rest noch so ein bisschen fangen und ein paar Arenen einnehmen, völlig normal. Und bei dem Spiel ist es so, Victor Vaughn, das hätte ich mir heute dann wahrscheinlich gegen Mitternacht selber noch reingezogen. Und ich wollte ursprünglich heute auch was völlig anderes anzocken. Und zwar Dungeon Village. Ein selber schaubares kleines Kurzspiel, aber ich habe es auf der Switch überhaupt nicht mehr gefunden, obwohl es ja angepriesen war, dass man das dort downloaden konnte. Keine Ahnung. Also wer auch immer die Switch noch haben sollte, der kann mir aber reinschreiben, ob ich das irgendwo übersehen habe. Das Spiel heißt Dungeon Village. Das hätte ich heute gerne im Stream gezockt. Aber gut, habe ich mir gedacht, Victor Vaughn ist im Angebot für die PlayZ. 1999, Overkill Edition, wollte ich mir schon längst mal kaufen. Und da das so ein Diablo-Spiel sein wird, also ein Klon, denke ich, werden wir hier auch nicht ganz so viel storylastige Elemente haben. Und wir werden auch dann gleich in die Action reingehen, kann ich mir vorstellen. Ja, Foxy AS ist da. Name sagt mir erstmal nichts. In den letzten Streams nicht dabei gewesen. Neuling? Man weiß es nicht. Pokémon-Spieler? Man weiß es erst recht nicht. Aber ich habe auch schon gelesen, unter dem Pokémon-Video ein paar haben sich dann doch noch einen Stream erhofft. Also machen wir kurzerhand auch noch einen. Deswegen kurz das Thumbnail. Ja, schöne Grüße. Ich kann nicht grüßen. Auch hier nochmal die Information. Der Stream hängt so paar Sekunden hinterher, vielleicht eine halbe Minute. Also auch hier der Hinweis, wer irgendwelche Informationen an mich hat, bitte rechtzeitig reinschreiben. Ach ja, und dann kann ich es nämlich auch in aller Ruhe lesen. Wir gehen auf Spielen, denn wir haben ja noch keinen Spielstand. Welt wählen. Motorhead. Das ist ein Teil der Overkill Edition, das werden wir heute auf keinen Fall zocken. Wir gehen in das ganz normale Gebiet, Zagoravia, und dann mal gucken, was passiert. Wir kriegen Hilfseinblendungen. Die Sonderattacken des Schwerts erzeugen bei kritischen Treffern zusätzliche Effekte. Welche das sind, lassen wir uns überraschen. Und wir kriegen ein Intro. Hermimond Games Presents. MB Presents. Zagoravia. Die gefallene Stadt. Das Land ohne Wiederkehr. Oh, ist das Vin Diesel? Wo die Dunkelheit gesiegt und wir Dämonenjäger verloren haben. Vor einem Jahr führte eine Bitte um Hilfe die Jäger nach Zagoravia. Viele andere jedoch kamen hierher, aber keiner kehrte zurück. Ich dachte, Adrian wäre tot, bis ein Rabe diese Nachricht überbrachte. Er ruft mich nach Zagoravia. Er hat entdeckt, wonach ich suche. Adrian ist ein Freund. Ich habe wenige Freunde, was sie umso wertvoller macht. Und er ist der einzige Mann, der um meine Vergangenheit weiß. Um den Pakt, den ich abgeschlossen habe. Und die Dämonenkräfte, die ich nutze. Was auch immer diese verfluchte Stadt heimsucht, ich werde mich ihm stellen, um meinen Freund zu finden. Also wenn man jetzt die Augen geschlossen hat und nur auf die Stimme so ein bisschen gelauscht hatte, dann wird man vielleicht denken, kommt Fast and Furious 9 raus. Ich wusste gar nicht, dass hier das ist doch die Stimme von, die deutsche Stimme zumindest, von Vin Diesel, oder? Ich glaube schon. Ja, und Master Zero-Gamer ist auch da. Tach, tach, tach. Vielleicht haben es ja sogar schon ein paar Leute von euch gezockt. Ich meine, das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich glaube 2015, wenn ich mich da nicht vorhin verlesen habe. Wir bewegen uns ganz normal mit dem Steuerpanel. Wir haben schon ein... Boah, wir haben ein leuchtendes Schwert schon. Und wir haben Dämonengriffe. Ja, wir können springen. Das habe ich beim ersten Mal, als ich den Testbericht durchgelesen hatte, sehr genial gefunden. Weil das kennt man jetzt nicht wirklich in so Hack-and-Slay-Spielen. Und Foxy S schreibt, ich bin cool. Oh ja, ich bin sowas von cool. Eigentlich bin ich total normal. Die Stadt ist bedrückend still. Keine menschliche Seele in Sicht. Noch nicht. Wir sind die einzige menschliche Seele. Wobei, nein, wir sind ja kein Mensch.
Wir können auch gedrückt halten. Machen wir direkt mal. Ach, das ist ja interessant. Tatsächlich macht unser Held ganz normale Schläge, ob ich jetzt hier nur Dauer mesche oder den Button gedrückt halte. Ich dachte, wenn ich den Knopf gedrückt halte, dann machen wir so einen Aufladeangriff. Komm vielleicht später. Die Monster haben diese Straßen für sich gewonnen. Schwaches Licht scheint durch staubige Fenster. Schwaches Licht. Ich frage mich, welche Schrecken sich dahinter verbergen. Ja, gemeine Fratzen. So, was wir machen könnten, wir könnten dieses Spiel auch perfekt zu Halloween zocken. Das würde sich anbieten. Ich meine, wir haben doch hier ein sehr düsteres Ambiente. Und weiß irgendjemand, ob man hier auch so Fässer zerschlagen kann? Da Loot drin ist? Das ist normal, dass man hier die Gebäude so sieht? Und wir können springen. Ja, das X markiert die Stelle. Ich kann hier rüberspringen. Okay, alles klar. Ich kann etwas Verborgenes spüren. Deutlich finsterer als die Monster. Etwas Vages. Wie ein Flüstern tief in meinem Verstand. Kann etwas Vages spüren. Ein Flüstern tief in seinem Verstand. Und ja, ich werde einfach alles nur wiederholen. Springen, dann drücke X erneut nahe einer Mauer, um einen Mauersprung durchzuführen und Höhe zu gewinnen. Ach, ich kann mich hier Wandsprung. Der kann echt einen Wandsprung? Okay, das ist geil. Dass er hier Super Mario lässt grüßen, finde ich richtig gut. Und am besten, wir halten auch immer einen... Hallo? Wer ist da? Hallo? Kannst du mich hören? Eine Stimme in meinem Kopf. Was auch sonst. Wenn du mich hören kannst, dann spring jetzt. Also mal, die Stimme kommt einem doch auch bekannt vor. Spring, spring, spring. Ja, mach ich doch. Guter Junge. Jetzt spiel tot. Hey, ich zieh dich nur auf. Oh, von wem war denn jetzt die Stimme? Die ist doch auch mega bekannt. Also da hat man ja hier gar keine Kosten und Mühen gescheut. Und ich wollte noch den Satz zu Ende bringen. Es wäre am besten, wenn wir immer mit so einem kleinen Blick auf die Karte nach rechts oben gucken. Das ist das Beste, was wir machen können. Wir sollen auch nach oben. Gehen wir aber noch nicht hin. Wir gehen natürlich erstmal dorthin, wo wir noch nicht gewesen sind. Weil vielleicht gibt es hier noch ein paar schöne Truhen. Schau nur, Jäger. Eine Schatztruhe. Da oben auf dem Balkon. Komm schon, hol sie dir. Mach ich auch. Jeder kann. Ich liebe diese Truhen. Man weiß nie, was man bekommt. So aufregend. Ja, das ist wie die Pralinschachtel. Man weiß nie, was man kriegt. Ja, jetzt haben wir ein Schwert bekommen. Kann ich es auch ausrüsten? Okay, also das ist das, was wir ausgerüstet hatten. 18 bis 34. Das ist 23 bis 44. Ach, und ich muss einfach nur auf dem Schwert stehen bleiben, dann mit X bestätigen. Und dann tauscht er automatisch die Waffe auch aus. Sehr interessant. Gucken wir uns mal die statistischen Werte an. Wir sehen, da ist irgend... Ich kann es gar nicht erkennen, also neben dem Schaden... Scheint so eine Art Schwertsymbol oder eine Quatsch, Hammer. Das ist ein Hammer von wegen Schwert. Schwert ist ja links daneben. Und dann eine Zielscheibe, wahrscheinlich kritischer Treffer. Und das daneben ist der kritische Schaden bestimmt. Aber was ist da dieses Hammer-Symbol? Und die kritische Trefferchance um 13 erhöht. Wenn da steht, der Wert ist erhöht, ist das dann schon gleich in den Werten mit draufgerechnet? Oder muss man sich das einfach noch dazu denken? Wir haben hier ein paar Tränke. Ich habe aber keine Ahnung, wo die Shortcuts sind. Wir kriegen da bestimmt noch mal eine Einführung. So, und da die Ausrüstung, die möchte ich mir auch gerne noch mal angucken. Kostüm des Jägers. Erhalte 100% des erlittenen Schadens als Overdrive. Was auch immer Overdrive ist. Meteor. Verbreitet. Ruft eine Reihe von Meteoren herab, die im Gebiet vor dir einschlagen.
Jeder Meteor fügt einen Feind in einem Radius von 3 Meter Schaden zu. 3 Meter klingt aber jetzt nicht gerade sehr groß. Schaden pro Meteor 33 bis 133. Anzahl der Meteore 4. Es leckt ein bisschen. Ja, dann liegt das leider halt nicht an meinem Internet. Denn die Verbindung, die ich habe, ist halt sehr gut. Also dann ist vielleicht die Qualität so hoch, dass der Output bei dir, na eben deshalb leckt, weil vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht müsste man auch mit einer kleineren Quali, ist ja halt dieses leidige alte Thema. Es wird ja immer empfohlen, mit nicht ganz so hohen Auflösungen zu streamen, weil sich das nicht so viel angucken können, aber ich denke, das ist auch überholt. Jeder müsste so, ich weiß nicht, ich kenne ja eure Leitungen nicht, aber eine 50.000er, ist das nicht mittlerweile auch normal oder ist das vielleicht zu viel des Guten? Mit der müsste man auch keine Schwierigkeiten haben beim Stream zugucken. Oder man stellt einfach eine kleinere Auflösung ein. Also die Übertragungsrate, ich kann da nochmal kurz gucken. Vielleicht liegt es ja doch an mir. Vielleicht lecke ich ja. Nö, aber Verbindung ist stabil. Also Übertragung sieht wirklich sehr, sehr gut aus. An mir liegt es schon mal nicht. Kann ich ausschließen. Und in der Zeit, wo ich gucke, werde ich hier auch ja, fast von einer kleinen Spinne aufgemampft und zerstochen und zerbissen. Wuchtattacke, schwache Riesenspinne. Ach, wir können sogar ausweichen. Guck mal hier, L1. Haben wir so eine Art Unverwundbarkeitszeitraum? Das war ein Overdrive-Skill oder was? Also ich habe gesehen, wir hatten hier rechts so einen gelben Balken. Und als ich den Spezialskill benutzt habe, war der weg gewesen. Das ist bestimmt sowas, was gerade da stand. So ein Overkill oder Overskill-Balken, der den Schaden nochmal erhöht, wenn er voll ist. Und was war das? Ich habe nur leider keine Ahnung, was diese ganzen Fähigkeiten bedeuten. Ich dachte, wir haben hier irgendwo Meteor. L2 ist Meteor. Und dafür brauche ich bestimmt die Energieleiste. Und Master Zero Gamer kennt das Spiel überhaupt nicht? Warum das denn? Kommt ja auch drauf an. Ich sag mal, als alter Diablo 3 Veteran muss man Viktor Vran kennen. Man ist ja immer auf der Suche nach Alternativen, weil man sich irgendwann totgespielt hat. Ja, und da gab es ja auch nochmal ein Spiel, was da hieß Van Helsing 1 und 2. Habt ihr das mal gespielt? Das ist genau von der gleichen Art her, nur dass es eben bei Viktor Vran ein bisschen noch schneller zugeht. Wir haben hier mehr Möglichkeiten mit Ausweichen und Springen und so weiter. Habt ihr ja schon gesehen? Rückstoß. Rückstoß ist okay, das könnte ich mir... Werden wir mal testen, ne? Aber ich glaube nicht, dass beide Skills... Guck mal hier, das sieht ja beides gleich aus. Der macht einmal so eine Attacke nach vorne und das ebenfalls. Das eine ist bestimmt Gegner verwirren, das andere könnte wirklich Rückstoß sein. Geh mal hier nach unten. Ja, und wir versuchen mal diesen gelben Balken vorzukriegen. Weil ich will sehen. Ich kann hier rein tatsächlich. Ich kann in die gefallene Festung. Machen wir. Wir haben Skelette. Die Tore der Festung sind verriegelt. Ich habe einen alternativen Weg durch die, das zerstörte Gitter am Abwasserkanal gefunden. So wie es aussieht, ist dort vor mir schon was anderes lang gekommen. Dieser Ort stinkt nach Tod. Und ich bezweifle langsam, dass ich hier noch irgendwelche Überlebenden finde. Und wir sollen einen Weg durch die Festung finden. Ich kenne diesen Ort. Du kommst näher. Komm schon. Öffne die Tür. Oh, pass auf, Jäger. Diese Übungspuppen sehen gefährlich aus. Sie sind in der Überzahl. Du solltest über Flucht nachdenken. Ah, schaut mal, da ist schon die Erklärung. Jede Waffe verfügt über eine Grundattacke und zwei mächtige Sonderattacken. Ich kann mir nicht vorstellen... Schau dir diese Übungspuppen mit ihren roten Augen und langen Nasen an. Sie lachen über deine schwächlichen Angriffe. Ja, wir sind ja noch in der Findungsphase. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes Schwert unterschiedliche Sonderattacken hat. Ich kann mir eher vorstellen, dass ein Schwert diese Sonderattacken hat. Kämpfst du immer noch gegen die Puppen?
Und dann komm so schon, streng dich ein bisschen an. Schlag härter zu. Ah, der macht sich drüber lustig, dass wir hier so lange brauchen. Der gelbe Balken neben deinem Lebenskraftbalken wird Overdrive genannt. Greif die Übungspuppen an. Vielleicht sollte ich nicht länger meine Zeit an dich verschwenden, Jäger, und mich stattdessen mit den Puppen anfreunden. Ja, mach mal. Spiel mit den Puppen und wir spielen mit der Community. So, jetzt Overdrive L2. Oh, eine Dämonenkraft. Wo hast du das denn gelernt? Wie dem auch sei. Komm, triff mich im nächsten Raum. Ich bin in dieser Kiste gefangen. Komm schon, zerschlag sie. Ach, der verarscht uns. Da ist irgendein Monster drin, irgendeine Falle. Warte, das bin ich gar nicht. Tja, ich muss wohl in einem anderen Verlies sein. Oh, was ist denn jetzt passiert? Erhalte die Belohnung. Schrotflinte? Bösartige Schrotflinte. Ja, gibt's auch gutartige Schrotflinten? Die etwa hier Glücksbärchi-Staub rausschießen? Ich glaube nicht. Das sind doch alles bösartige Schrotis. 17 bis 35. Ach, ich kann's aber nur in einer Hand nehmen, leider. Was ist denn hier mit Dual-Wielding-Fähigkeiten? Kann ich nicht irgendwie ein Schwert in die eine Hand nehmen und dann die Schrotflinte in die andere Hand? Das wäre doch viel geiler. Oder muss ich erst freischalten? Wir können mal gucken, ob hier noch was frei ist. Hier ist die Mondkraft. Wird erst freigeschaltet. Waffe. Ab Stufe 4 haben wir bestimmt so einen Doppelslot. Das doppelte Slotchen. Kommt aber erst später. Teste deine neue Schrotflinte und ihre Sonderattacken an den Übungspuppen. Okay, das ist nice. Das ist genau so ein Schrotflintenangriff, den wir brauchen. Und hier kann ich nicht durch? Wir brauchen unbedingt die andere Hand für das Schwert. Schwert des Assassinen. Ah, ich lese gerade, da wird gerade reingeschrieben, dass bald die BlizzCon kommt. Diablo 4 kann ich mir nicht vorstellen. Es gab ja schon mal diverse Gerüchte und Spekulationen über ein kommendes Diablo. Von der reinen Zeit gibt es zumindest viele Leute, die sagen, ja, es wäre halt auch mal wieder an der Zeit, was Neues zu bringen, dass man eben den Diablo 3 Spieler auch nicht mehr lange halten kann mit etlichen Seasons. Ob da jetzt was dran ist, keine Ahnung. Und da hatte sich ja auch schon mal jemand gemeldet. Also irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Ob es jetzt aber wirklich Diablo 4 ist? Ja, das ist die große Frage. Ich spüre etwas Glitzerndes in der Nähe. Lass mich dir einen Hinweis geben. Es ist größer als eine Spinne, aber auch voll mit Schätzen. Und es steht oben und blickt auf dich hinab. Boah, hier, habt ihr das gesehen? Ein Schuss. Da hat ein Schuss ausgereicht. Einfach in die Meute rein. Spezialskill. Aber der Kreisbutton, der braucht länger mit der Wiederaufladung. Ja, ich muss gestehen, das Schießen, das macht mehr Spaß, als mit dem Schwert drauf zu schlagen und zu schlitzen. Aber läuft flüssig. Du hast sie gefunden. Guter Junge. Was hast du bekommen? Etwas Glitzerndes. Ja, wie er gesagt hat. Schön viel Kohle. Aber noch haben wir keine Möglichkeiten, die ganze Kohle auszugeben. Aber wir werden doch bestimmt bald auf irgendeinen Zwischenhändler stoßen.
weiß doch gar nicht, warum die jetzt so langsam gewesen sind. Ich meine, diese kleinen Spinnen, die waren doch auch viel, viel agiler. Wären die auf uns zugestürmt? Wir hätten nicht den Hauch einer Chance. Also wir können uns beim Gegner bedanken. Irgendetwas ist mit dieser Stimme. Nee. Etwas, das ich nicht recht fassen kann. Irgendwas ist mit dieser Spinne. Ich habe durch meine Arbeit viele Monster bekämpft und erschlagen. Die, die reden können, sind immer die Schlimmsten. Ja, der Mensch. Schlimmste Monster, das die Welt hier gesehen hat. Schloss Zagore. Das einzig verbliebene Leuchtfeuer der Hoffnung in dieser gottverlassenen Stadt. Hier finden sich Überlebende, zäh, grimmig und verzweifelt. Ich frage mich, wie lange ich diesen Ort als Ausgangspunkt meiner Exkursion nutzen kann, bevor die Mächte der Finsternis die lebenden Seelen entdecken, die sich hinter diesen Mauern verbergen. Ja, na, gegen 22 Uhr kannst du gerne wiederkommen, dann bin ich schon längst weg. Wie gesagt, bis 22 Uhr geht der Stream eh nur maximal. Und ich betone nochmal, der heutige Stream ist auch eh nur, weil ich kann ihn schon wieder ausfallen lassen. Normalerweise hätte ich ihn jetzt auch eher weggelassen, aber so ein bisschen Zeit haben wir ja. Und diese Zeit, die können wir auch sinnvoll nutzen. Und das machen wir auch zusammen. So, jetzt kann ich mir hier ein Kostüm auswählen. Ich denke, das liegt auch bestimmt daran, weil wir diese Overkill Edition haben. Ansonsten gäbe es doch bestimmt hier gar keine Auswahlmöglichkeit. Aber es gefällt mir alles irgendwie nicht. Ich denke, unser Ursprungsheld in seiner ganz normalen Ausrüstung sieht immer noch am coolsten aus. Ach, und jetzt kann ich wählen. Normaler Modus, Hardcore-Modus. Ist Hardcore-Modus hier auch Permadeath? Wähle diesen Modus, wenn du dich den härtesten Gegnern und Beginnern stellen willst. Das Anwählen dieses Modus wird alle Monster stärker machen und 5 Flüche aktivieren. Die Schwierigkeit des Spiels anheben. Im Hardcore-Modus wirst du Flüche nicht deaktivieren können. Hinweis: Das Spielen im Hardcore-Modus wird nicht empfohlen, wenn dies dein erster Charakter ist. Also ihr kennt mich, normalerweise würde ich alles hier im Hardcore-Modus spielen, aber die Vorerfahrungen zu God of War zeigen mir, wir könnten uns hier auch ganz schön falsch einschätzen und uns eine Stunde lang am allerersten Gegner aufhalten. Deswegen gehe ich dann doch mal lieber auf den normalen Modus und werde den Hardcore hier Permadeath. Nein, machen wir auch nicht. Wir nehmen einen ganz normalen Charakter. Nach all der Zeit gibt es noch Überlebende. Schloss Zagore steht noch. Eine Zuflucht vor den Schrecken, die davor labern. Enyik sagt, schönes Game. Also ich habe zumindest laut Testberichten auch nur das gleiche gelesen. Das soll ein sehr schönes Game sein. Also nicht ein schönes, soll verdammt cool sein. Aber ich glaube, der meiste Spaß, der geht bestimmt auch erst in Richtung Endgame los. Ja, das ganze Vorgeplänkel ist ja meistens immer uninteressant. Ich bin Damien, der Alchemist. Mit dem können wir handeln, machen wir aber nicht. Ich denke, wir gehen gleich mal auf Erkundungstour. Stufe 16 sind wir auch noch gar nicht. Wir können die Karte öffnen, indem wir hier rausgehen. Mal gucken, ob hier oben noch was ist. Nee, sonst würden wir hier ein paar Symbole auch sehen. Aber wir müssen nach oben. Denn da ist ja ein grünes X. Ja, und der dumme Spieler von heute folgt allen X'en, die auf der Karte sind. Denn so haben wir es gelernt. Seid willkommen in Zagoravia, Jäger. Ich danke euch, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid und euer Schwert in den Dienst unserer Sache stellt. Hä? Mit der Hilfe weiterer Jäger werden wir schon bald den Feind zurückwerfen. Ihr werdet euch beeilen müssen, wenn ihr euren Lohn noch verdienen wollt. Hat er nicht am Anfang gesagt, dass der einem guten Freund gefolgt ist, weil der ihn gerufen hat? Sie spricht ja fast so, als wenn sie uns angehört hätte. Ich meine, ist das jetzt der gute Freund, von dem er gesprochen hat? Eure Majestät, ich werde gerne für eure Sicherheit sorgen. Aha, okay, alles klar. Wir wollen keine Sicherheit. Wir werden diesen Krieg gewinnen und unser Königreich von den Dämonen befreien. Es wird keine weitere Hilfe kommen, eure Majestät. Was mich herbrachte, war das Schicksal eines anderen Jägers namens Adrian. Also doch. Und trotzdem sagt er ist für die Sicherheit da. Warum? Ihr habt bereits aufgegeben, während wir noch aufrecht stehen. Nun denn, wenn ihr euren Freund suchen wollt, müsst ihr nach Süden gehen, in die königlichen Gärten.
Danke, Eure Majestät. Die Königin hat einen starken Willen. Nur so konnte sie so lange durchhalten. Das ändert nichts. Die Stadt ist überrannt. Na, ich würde sagen, die Königin konnte nur deshalb so lange durchhalten, weil sie hier als einzige Frau im Schutz des hintersten Winkels des Schlosses einfach nur wartet, bis irgendwas passiert. Deswegen ist ja noch nichts passiert. Rausgehen muss sie selber aufs Schlachtfeld. Okay, wir müssen zu den Gärten. Oh, wir haben das X übersehen. Ach, ich kann hier auch die Karte öffnen. Okay. Geheimnisse 0 von 3. Und beim PC gab es auch schon 3 Kostüme. Ja, dann war dann doch wohl nicht alles durch diese Overkill Edition freigeschaltet worden. Aber irgendwas muss es da geben. Wir haben ja am Anfang gesehen, da gab es irgendeine andere Levelauswahl. Hätten wir auch wählen können. Vielleicht machen wir irgendwann, wie gesagt, später nochmal irgendwas Schönes. Ne, Tenkai, verpasst hast du noch nichts. Wir waren erst beim Tutorial und Tutorials sind sowieso, ja, gähn. Kennst du ja. Aber immerhin haben wir hier viel, viel weniger Text als noch bei Spielen wie... Was hat man erst gespielt im Stream, was auch so fürchterlich lange an Text hatte? Hier, Fatal Bullet. Sword Art Online. Ja, und die Stimme von Vin Diesel, das finde ich auch geil. Hab mich auch überrascht. Okay, was hat das hier mit diesen Geheimnissen auf sich? Wir sind jetzt bei den königlichen Gärten. Klicken wir auch direkt mal drauf. Und wir sehen schon wieder Spinnen. Oh, guck mal hier da. Erschlage Spinneneier 25. 10 Dämonenkräfte. Alle Spinneneier im Labyrinth 5. Erschlage Argus den Grauenvollen. Und erschlage den Schachmeister. Wir haben sogar sowas wie kleine Nebenquests. Ohne da dass man erst... Wieder. Hast du mich vermisst? Ich weiß, dass du mich vermisst hast. Leute ansprechen muss. Frostkrabbler. Man kann es hier irgendwo einsehen, aber wo weiß ich nicht. Naja, ist auch egal. Stimmt, wir hatten eine neue Ausrüstung bekommen. Oh, das ist besser. Ja, ist ja viel besser als unsere Knifte. Das muss ich mit reinnehmen. Und vielleicht, lieber Tenker, kennst du ja auch die Stimme noch von dem anderen Typen, der hier im Hintergrund immer so ein bisschen spricht. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wir sind einander noch gar nicht richtig vorgestellt worden. Du kannst mich Stimme nennen. Ich habe derzeit keinen Körper, also ist das recht angemessen. Ah. Ach, das ist ja ein geiler Skill, tatsächlich. Flucht. Bei Diablo hieß diese Fähigkeit Angst oder Furcht. Da sind die Gegner immer schön geflüchtet. Okay, das ist ein sehr, sehr starker Skill, wie ich finde. Ja, und bei der Stimme, da muss ich irgendwie immer an Game of Thrones denken. Dieser eine Typ am Anfang, dieser Vater, der da geköpft wurde. Oh, das war bestimmt ein Spoiler. Aber hatte der nicht auch diese Stimme? Ich kenne aber den Schauspieler nicht. Aber wie sollte ich dich nennen? Johann? Nein, du siehst nicht wie ein Johann aus. Viktor! Nein, das ist einfach dämlich. Gennady? Nein, das passt auch nicht zu dir. Ah, ich hab's! Ich werde dich Vicky nennen! Ja, das passt perfekt! Aber woher wusste der, dass wir tatsächlich auch dann Viktor sind? Ich meine, klar, er hat gemeint, das hört sich voll dämlich an. Wir sind kein Viktor. Ah, Vicky ist ja auch cool. Vicky Pollard. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Na, waren das jetzt schon Spinneneier, diese großen Dicken? Werden die eigentlich auch hier auf der Karte angezeigt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also oben rechts sehen wir es ja. Alles das, was rot ist, muss besiegt werden, ganz klar. Wir können ja mal die Karte ganz groß machen. Und ach, du meine Nase. Wir haben hier 4 Tore. In der Mitte ist das X und die Karte scheint doch sehr groß zu sein. Und falls ich irgendwo was übersehen sollte, auch bitte mal reinschreiben. Weil ich bin das überhaupt nicht gewohnt, rumzuspringen und auszuweichen. Und wer weiß, ob mich dann irgendwo doch eine Truhe existiert, die einfach nur aus purer Nachlässigkeit nicht mitgenommen wird. Und hier. Da können wir da nicht auch einfach rüberspringen?
Oh, ich frag mich gerade, wie das wäre, wenn wir jetzt auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad gespielt hätten, ob wir dann schon tot wären. Meine, momentan brauchen wir offenbar... Vor allem, was ist denn das hier? Machen die Giftschaden, wenn ich drauflaufe? Ich hoffe nicht. Und hier mal einen dicken Koloss. Oh, und wir könnten Meteor mal testen. Das müssen wir unbedingt machen, solange wir den Skill noch haben. Also, Fett ist auch anders, kann das sein? Der hat gar nichts gebracht. Also in der Gruppe mag das vielleicht noch ganz hilfreich sein. Und das sah aus wie ein Level-Up. Verwende 10 Dämonenkräfte. Ja, dann war das die Dämonenkraft. Diamant-Fernkämpfer, Champion, Frostkrabbler. Na, wenn der nichts hat, dann weiß ich auch nicht. Der hat ein Schild fallen lassen. Ich hoffe, wir können es auch ausrüsten. Weil wir hatten ja keine Hand frei. Ja, muss ich mir direkt mal angucken. Was haben wir hier? Stufe 2, Schicksalskarten. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt Schicksalskarten ausrüsten, die dir verschiedene passive Fähigkeiten verleihen. Oh, ich liebe passive Fähigkeiten. Wir setzen alles sofort auf Crit rein. Jede Schicksalskarte erfordert Schicksalspunkte, um einen freien Schicksalsslot. Deine Slots und Punkte werden sich bei bestimmten Stufenaufstiegen erhöhen. Aha, unsere Slots, alles klar. Zusätzlich zu deiner neuen Fähigkeit wirst du bei jeder Stufe einen Bonusgegenstand erhalten. Oh, einfach so? Bitte wähle deine Belohnung aus, um eine Stufe auszusteigen. Hoffnung? 6% kritische Trefferchance? Also im Hardcore-Modus würde ich sehr wahrscheinlich das hier nehmen. Nichts geht über Lebensenergie. Da wir aber hier auf überhaupt nichts achten müssen, ist natürlich der Schaden das Größte, was wir machen können. Wobei am Anfang ist bestimmt 5% Nahkampfschaden sinnvoller als diese kritische Trefferchance. Aber ey, 6%, 6% kritische Trefferchance, das ist so verdammt fett. Das nehmen wir. Möchte ich haben. Da, Schicksalskarten. Gucken wir uns mal an. Was denn? Kann ich nicht draufklicken oder was? Du kannst Schicksalskarten ausrüsten, habe ich doch. Also das ist gewöhnungsbedürftig. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du hier mit dem Steuerkreuz nach unten oder nach rechts drückst, dann nimmst du diesen Gegenstand mit. Du musst mit dem linken Analogstick dich bewegen und dann lässt er den Gegenstand los. Und du kannst dich hier frei bewegen. Also das ist wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt habe ich doch bestimmt aus Versehen meine starke Ausrüstung abgelegt. 20 bis 40. Wir haben aber 150. Ja, Trefferschaden. Wenn wir quitten. Aber ich glaube, das Schwert ist immer noch besser. Kann das sein? Ich glaube, ja. Wir lassen es erstmal ausgerüstet. Damit können wir hier viel, viel schneller die ganzen Spinnen wegmetzeln. Und wollen wir auch mal direkt nach oben gehen? Wir müssen ja nicht die ganze Karte mitnehmen. Wir können ja mal so weit gehen und schauen, wie weit wir kommen. Und ich darf auch wirklich nicht in diesen Wuchbereich rein. Also erstens nehme ich Schaden und dann bekomme ich noch einen passiven Negativ-Effekt. Und ich will auch wissen, was es mit diesen Flüchen auf sich hat. Das Spiel hat doch gesagt, wenn wir jetzt in einem harten Modus uns reingelockt hätten, dann hätten wir doch 5 permanente Flüche bekommen, vor allem 5. Also das klingt auch sehr, sehr viel. Ich weiß ja nicht mal, was ein Fluch kann. Ja, was ist ein Fluch? Hoffentlich nicht sowas wie permanente Verlangsamung oder sowas. Also, was Positives wird es ja nicht sein. Wobei, wer weiß, es gibt ja auch positive Flüche. Vielleicht kann man ja davon irgendwie profitieren.
Vielleicht gibt es später ein Skill. Ein Labyrinth. Das sieht spaßig aus. Lass uns da reingehen. Okay, machen wir. Wenn er sagt, wir sollen da reingehen, dann gehen wir da rein. Aber hübsch gemacht. Immer wenn du eine kleine Nebenquest... Jetzt kannst du deinen Weg wieder rausfinden. Erledigt hast, da kommt sofort die Belohnung in Form von so einer schönen Farbe. Fahne. Ist da in der Mitte? Hey, das gilt nicht. Kein Springen. Okay, war's das? Ich denke schon, Marc. Was ist das hier in der Mitte? Na, aber das ist doch irgendwas. Verwende Overdrive. Vitalität. Na, ist das sowas wie bei Diablo? Einfach nur so ein temporärer Boost? Dass man gerade kurzzeitig gestärkt wird? Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das da sein sollte. Naja, Crosscode ist ja... Ich meine, da bin ich ja immer noch dabei. Also seit dem letzten Part bei Crosscode, falls es dann euch wirklich noch interessiert. Also ich habe da noch nicht weitergespielt. Weil ich bin ja da an dem Punkt, da kann ich ja nicht einfach so aus der Welt raus. Das heißt, mein Problem ist, ich muss die Folgen Stück für Stück einfach auch aufnehmen. Und deswegen habe ich da auch noch nicht weitergespielt. Wäre ja auch unsinnig. Ich warte noch, bis wir dann beim nächsten Dungeon reinkommen. Und da habe ich wieder Bock drauf. Und ich habe auch mal online geguckt nach der Spielzeit von Crosscode, weil mir kommt das so unwahrscheinlich lange vor, was da überhaupt nichts Negatives ist. Weil das Spiel kostet nur 20 € und das, was du dafür bekommst, das ist einfach so, ja, unglaublich viel. Da können sich andere Spiele so eine Scheibe abschneiden. Und man spielt wohl, wenn man alle Quests holen möchte, im Schnitt so 50 Stunden. Und ich bin jetzt bei knapp Stunde, ich weiß nicht, 35. Wenn man das so hochrechnet, müssten gar nicht mehr so viele Folgen kommen. Aber uns fehlen ja noch 2 komplette Tempel. Also da bin ich selbst gespannt und wir hatten ja auch in den letzten Folgen da festgestellt, diese Tempel sollen ja beide in den Dschungeln sein. Und vielleicht haben wir jetzt gerade eben so eine kleine Zwischensequenz und haben dann alle beiden Tempel direkt am Anfang. Naja, ist ja auch wurscht, ich meine, wir sind jetzt gerade auch nicht bei Crosscode und Crossworlds. Sondern bei Victor Juan und guck mal da. Da in der Mitte, da sind ganz, ganz viele rote Punkte. Das können nur Eier sein. Und hier haben wir es nochmal. Kann ich das irgendwie ranzoomen? Ja, das sind passive Effekte, kurzfristige. Vicky, das hier ist ein so spaßiger Ort, voll von uralten Dingen, schrecklichen Dingen. Dingen, die mit einem Kavumm in die Luft fliegen. Zu schade, dass du nicht hinein kannst. Vielleicht, wenn du etwas größer wärst... Da war ein Level Cap. Na, hätte ich das gewusst, hätten wir uns den ganzen Weg auch sparen können. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier einfach nur hier drauf springe? Können die mich dann attackieren oder kann ich überhaupt da drauf springen? Ne, geht gar nicht. Ja, es sieht zwar aus, als wären es Hecken, auf die man langlaufen könnte, aber ist es nicht. Ja, da hauen wir wieder ab. Das Labyrinth war keine gute Idee. Ich meine, die Spinnen können uns nichts anhaben. Das ist jetzt nicht das Problem, aber... Leider können wir noch nicht zur Brutmutter. Und von daher bringt uns auch hier das ganze Gekämpfe gegen das Kleinvieh nichts. Dann gehen wir doch erstmal zur Zielbestimmung. Wir waren ja auch schon kurz davor gewesen.
Zerstöre alle Spinnennester. Aber was zählt denn hier als Spinnennest? War das da unten gerade ein Nest? Für mich sah alles irgendwie gleich aus. Und da haben wir auch dann vor allem eins von drei Geheimnisse. Haben wir irgendein Geheimnis gelüftet? Ja, keine Ahnung. Ja, stimmt. Mit 10 Jahren? Muss man da nicht schon im Bett sein? Um 21 Uhr? Na, ich glaube nicht. Also selbst als ich noch 10 Jahre alt war, da war doch auch 22 Uhr Minimum. Und dann war man ja trotzdem noch öfter wach. Also ich glaube, da ist in der heutigen Zeit das nicht mehr so eng mit der Zeit zu sehen. Und vor allem fängt nicht die heutige Schule auch viel später an? Ich weiß noch, mich hat es damals genervt, dass du immer um 6 Uhr aufstehen musstest, weil um 7 schon die Schule angefangen hat. Ist heute die Schulbeginn erst irgendwie so um 8.30 Uhr oder sowas? Was halt für die Narbe da ein bisschen blöd ist, aber naja. Das nur mal so nebenbei reingeworfen. Aber ich glaube, die Schulzeiten, die haben sich verändert zugunsten des Ausschlafens. Ja, aber Schlaf ist wichtig. Also nicht nur Beischlaf, sondern auch der ganz normale Schlaf. Oh, hier, Stufe ab. Die Sonne. Hier kommt die Sonne. Level 3. Hier kommt die Sonne. Ja, und ich bin der allerhellste Stern hier. Die Mutterspinne ist weg. Dann werden wir die noch hier kurz abknipsen und dann gucken wir auch dann direkt mal wieder, was wir für passive schöne Effekte bekommen haben. Und wir sollten diese Bruteier. Ich kann etwas vorausspüren. Ja, das kann ich auch. Vorstellen gehen. Sei nicht eifersüchtig, Vicky. Ich komme wieder. Ja, ich komme auch immer wieder und immer wieder. Ich kann nämlich auch was Hartes sehen, mein Freund. So, aber bevor wir jetzt auch was Hartes zeigen, dann, was war das? Der Schurke? Eine Karte der Schurke? Angucken. Stufe 3. 300 Lebensenergie. Herzlichen Glückwunsch! Deine Lebensenergie ist angestiegen, sodass du mehr Schaden aushalten kannst. Inventar weiter. Erstmal weiter. Wir kriegen schon wieder irgendwas Cooles. Da, der Schurke. 20% kritischer Schaden. Ach, Geschenkekiste brauchen wir auf keinen Fall. Wir nehmen das. Oh, lohnt sich. Leute, das ist alles fürs Endgame. Und den Hammer können wir auch mal testen. Was kann der Hammer? 65 bis 87? Ist ja mehr als das Doppelte. Was ist denn da los? Schaut mal den Minimalschaden. Ich meine, der Hammer wird sicherlich sehr, sehr langsam sein, aber wenn wir damit den Skills attackieren, dann ist das doch eine viel, viel bessere Waffe. Und dann braucht er zwei Hände und wir haben keine zwei Hände. Oh, nehme ich. Also so langsam ist der jetzt auch nicht. Was kann der? Hat da unten so eine Walze? Kann ich erkennen? Keine Ahnung. Heilung. Und hier steht irgendjemand. Das ist Adrian. Rede mit Irene. Und ich dachte schon, ich wäre der letzte lebende Jäger in dieser verfluchten Stadt. Du Jäger. Du meinst wohl Jägerin oder bist du ein Jäger? Weil laut deiner Hose kann ich nichts erkennen. Ich würde sagen Jägerin. Liebe Irene. Hahn. Bin gerade erst eingetroffen. Habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Oh, der ist so cool. Das habe ich auch gedacht, als ich vor einem Jahr hier ankam. Und jetzt bin ich immer noch hier. Töte Monster und versuche mir einen Reim darauf zu machen, was hier geschehen ist. Ja, selber schuld. Kennst das du machen einen wir Jäger nicht. Namens Adrian? Ich habe von ihm gehört, aber wir sind uns nie begegnet. Die einzigen Jäger, die ich in letzter Zeit zu Gesicht bekommen habe, waren tot. Du kannst die Krypten durchsuchen. Ich war länger nicht mehr dort unten, aber ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Die Dämonen sind überall. Danke. Wie war noch dein Name? Unwichtig. Den hatte ich dir noch nicht verraten. Ich bin Irene. Man sieht sich. Viktor Vran. Viktor Vran. Mit einem weichen W. Habt ihr gehört? Viktor Vran. Und das ist Irene. Merkt euch diesen Namen. Machen, was hier geschehen ist. Sie hat einen anderen Grund, so lange hier zu bleiben, da bin ich mir sicher.
Ja, ich bin mir auch sehr sicher. Boah, der Hammer ist Hammer! Ein Schlag, direkt wenn mal hier. Wenn Arine recht hat, sind die Aussichten mehr als finster. Zagoravia ist verloren. Ja, will er das jetzt immer sagen? Ich habe aber leider keine Ahnung, ob das Skill jetzt irgendwas gebracht hat. Wir müssen mehr austesten. Oh, fett. Was war denn das? Der ist nach oben gesprungen und dann irgendwie mit einer riesen dicken Attacke nach unten gekracht. Aber er hat eben automatisch einen Gegner anvisiert. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, das kannst du auch als Ausweichskill benutzen. Das ist richtig nice. Boah, das ist genau gegen die Skelette das Beste, was du machen kannst. Die schießen auf dich, wir springen nach oben und dann sind die mit einem One-Hit auch direkt mal platt. Also irgendwie macht das am meisten Spaß. Der bleibt ja auch nicht nur auf der Stelle stehen, das ist so geil. Der geht sogar noch ein bisschen nach vorne. Das ist irgendwie mega geil. Hier, das kann ich auch. Hä, aber hat er nicht genug Lebenspunkte schon verloren? Und bloß gut, wir haben jetzt ganz kurz vor unserem Ableben nochmal eine Information so bekommen. In Form von, ja, das Bild wird ein bisschen dunkler, dass gleich unsere Lebensenergie vorbei ist, weil das hätte ich jetzt nicht gecheckt. Aber ich weiß gar nicht, warum die Skelette dann trotzdem nicht gleich krepieren. Ich meine, wir hauen die doch kaputt. Oh, ich hoffe, das ist nicht Adrian. Ein gefallener Jäger. Ein Schwert weniger auf unserer Seite. Ein weiteres Leben an die Leere verloren. Ruhe in Frieden, Bruder. Ja, Bruder. Ruhe in Frieden. Na, hätten wir nicht auch so ein bisschen nach Wertsachen durchstöbern können? Ich meine, er braucht auch im Totenreich sowieso kein Schwert oder eine Geldbörse, falls er sowas bei sich getragen hatte. So, wo müssen wir hin? Wir sind auch hier völlig umsonst nach oben gelaufen. Naja, habe ich mal ein bisschen Zeit nochmal in den Chat reinzugucken, weil ich habe hier ein Schlagwort gelesen und zwar Schule schwänzen oder Schule schwänzeln. Um was geht's denn hier? Schule schwänzeln? Fünfte Klasse. Das Geheimnis war die Truhe im Labyrinth. Ach, das war das Geheimnis? Ja, da haben wir eins gelüftet. Aber war doch gar nicht so krass versteckt. Wenn man sowieso alle Gegner besiegen möchte, dann stößt man doch unweigerlich eh auf die ganzen Truhen. Ein Geheimnis wäre es doch eher, wenn das irgendwo so unter einem Grasbüschel versteckt wäre und man müsste es erst mit seinem Schwert freischlagen. Ah, sowas richtig Gemeines. Ah, gibt bestimmt noch sowas hier im Spiel im weiteren Verlauf. 8 Uhr Schulbeginn, hatte Nadine. 8.10 Uhr in der Schule sein. Ja, Tenkai sagt, wenn du 10 bist, können wir gar nicht unsere Witze machen. Ich würde sagen, eher andersrum. Ist nicht die heutige Jugend irgendwie viel abgebrühter als wir damals? Ich glaube, ich mit 10, habe ich da überhaupt, ich weiß gar nicht, wie war ich denn mit 10? Haben wir da so viel Blödsinn gemacht und geredet? Ich glaube nicht. Weil heute ist nämlich so total witzig. Also jetzt, wo ich auch früh, das muss ich mal kurz erzählen. Ja, wir haben ja genug Zeit, also läuft ja nicht weg, der Stream. Ich bin ja jetzt früh und abends immer draußen, ihr wisst ja, ich bin ja hier nur für meine Videos natürlich, draußen und fange da ein paar Pokis und da laufe ich auch ab und zu an so Kindergärten vorbei und die sind auf keinen Fall 10 Jahre, ja, vielleicht so, weiß nicht, 5, 6, 7 werden die höchstens sein
Also noch so kurz vor der Schule, so 5, 6, also. Und wenn die auch schon so anfangen mit, ey Digga, ey Alter, das ist, ich weiß nicht, es ist total komisch. Es ist komisch, wenn so eine 5-Jährige zu seinem Mitschüler da irgendwie sagt, ey Digga, Alter, mach mal Platz, das ist so und so. Ganz, ganz komisch. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich glaube, jetzt ist man momentan in dem Alter, wo ich auch sagen kann, ich bin wahrscheinlich zu alt für sowas. Kann sein, dass das der heutige Slang ist. Vielleicht muss man sich da anpassen. Digga, ich dick mich in den Boden, Digga. Welche Witze macht ihr, wenn ich fragen darf? Ja, gute Gegenfrage. Wir machen keine Witze. Ist purer Ernst hier. Auf dem Kanal, das ist nur purer Ernst. Hier wird kein Spaß gemacht. Die ernsten und wichtigen Themen des Lebens werden hier besprochen. Ich sage nur hier Nadine, ne? Und blutendes Auge. Ja, das war auch kein Witz. Schuhschwänzer, das Wort ist auch so komisch. Bitte mal löschen. Schuhschwänzer sieht komisch aus, gefällt mir nicht. Das Wort wird hier nie wieder in den Chatnachrichten geschrieben. In einer Stunde. Ja, aber es wird ja nicht der letzte Livestream gewesen sein. Vielleicht machen wir unter der Woche sogar nochmal irgendeinen. Ach, tatsächlich? 20 Uhr muss man ins Bett? Okay, dann nochmal der Hinweis, der Stream beginnt ja auch in der Regel nicht erst um 20 Uhr oder um 8:30. Das ist heute nur wegen dem Community Tag von Pokémon gewesen. In der Regel versuche ich schon so gegen 18 Uhr zu gewährleisten und da darf man auch noch wach sein. Und da ist auch nicht hier Main Time im Hauptfernsehprogramm, falls das noch geguckt wird. Aber naja, egal. Das nur mal so nebenbei. Okay, haben wir mich wieder hinreißen lassen. Wir gehen mal nach oben und schauen, ob wir in die Tür reinkommen oder ob hier auch ein Level Cap ist. Ich hoffe nicht. Beflecktes Grabmal. Ich darf rein. Na dann. Vor allem 5 Sterne. Ach, jetzt kriege ich hier sogar noch eine Kurzinformation, was ich machen kann. Und dann darf ich mich entscheiden, okay, möchte ich dann doch lieber schließen oder gehe ich rein und erkunde den ganzen Käse. Erschlage Monster ohne Schaden zu nehmen. 50. Da würde ich mit meinem Hammer aber nicht, glaube ich, sehr gut geeignet. Da sollte ich auf die Knifte wechseln. Erschlage Monster innerhalb von 360 Sekunden. Heißt, erschlage jetzt wirklich mit dem Schwert oder zählt da nur auch das Besiegen von Monstern in Form von der Schrotflinte? Erschlage Monster ohne Tränke einzusetzen. Finde Geheimnisse. Erschlage Monster mit Fernkampfattacken. Wisst ihr was? Das machen wir. Habe ich jetzt Bock? Meine 50 Monster, wie schwer kann das sein, wenn die nicht gerade so ein Level von 5000 haben? Oh, ich hoffe, der Timer läuft nicht schon. Ich muss wechseln. 20:40, 17:35, das hier. So, jetzt geht's los. Weißt du, Schaden nehmen. Ich war ein Jäger wie du, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Zieh dich nur auf, Vicky. Ich bin viel zu geistreich für einen Jäger. Was war das überhaupt für eine komische Geschichte? Fuck! Oh, wer ist der leuchtende blaue Kerl? Der Papa Schlumpf. Tag ist vorüber. Und Schatten reiten die Schwingen der Nacht. Ja, so lange Schatten sind. Einzelne Feder sinkt nieder von des wachenden Adlers Pracht. Ein schönes Gedicht. Eins, danke setzen. Warte, geh nicht. Hab ich etwas Falsches gesagt? Na, hab ich mal mitgezählt? Na, jetzt haben wir doch aber sehr, sehr viele Monster getötet, ohne einmal getroffen zu werden, oder? Und schaut mal, wie viele Monster da hinten noch auf uns warten.
Das müssen wir doch hinkriegen. Aber haben wir es nicht? Warte mal, wo kann ich hier nicht irgendwo auch die ganzen Anforderungen mir nochmal angucken? Ich meine, da unten läuft auch noch ein Timer. Da steht Zeit für Herausforderungen abgelaufen in 3 irgendwas. Aber wir sollten noch 50 Monster erschlagen. Oder muss ich doch die Waffe wechseln? Ich weiß es nicht. Ach, egal. Wir können erstmal eine Ausrüstung uns wählen. Oh, eine Sense. Spinnen töten eine Sense. Ich nehme die Flinte. Tut mir leid. Also, wir könnten ja die Sense austesten, aber ich nehme die Flinte. Ja. Muss sein. Wir nehmen auf jeden Fall das, was mehr Schaden jetzt hier macht. Hä? Ja, wo ist denn jetzt die Flinte? Was? Hä? Also wir sind quasi jetzt einmal im Kreis gelaufen und jetzt können wir nochmal reingehen und versuchen die andere Quest zu erledigen. Also ich habe anscheinend das Geheimnis nicht gefunden, aber dann zählt wohl das Erschlagen unter Nahkampfangriff, so wie es aussieht. Tenkai unverheiratet? Das wusste ich auch noch gar nicht. Habe ich hier irgendwas verpasst in den letzten Streams? Es geht denn ab? Ich wusste gar nicht, dass Tenkai schon verheiratet ist. Ich glaube, Tenkai lügt. Ich dachte, heutzutage wird generell gar nicht mehr geheiratet. Also die ganz, ganz wenigen Leute, die da wirklich noch an die Liebe glauben. Das mal sacken lassen. Na, die Liebe schon was Schönes. Also wenn die Liebe gefunden hat, der darf sich freuen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube heutzutage guckt doch erstmal jeder so auf sich selbst, dass er mit dem Arsch an die Wand kommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass heute noch so oft geheiratet wird, oder? Das machen doch nur noch die ganz, ganz wenigen Leute. Habe ich echt keine Ahnung. Ist nur ein Gefühl. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und daher ist das gerade so eine erstaunliche Nachricht, dass der Tenkai schon verheiratet ist. Ach, mit dem Single-Leben. Ja, und ich bin mit meinem Pringles-Leben verheiratet. Das ist eine sehr, sehr gute Ehe. Ja, das ist eine sehr einseitige Ehe. Du piep doch. Okay, es hätte sein können, dass irgendjemand noch einen wichtigen und guten Tipp für mich hier hat. Zum Spiel. Aber natürlich geht's wie immer mal nicht ums Spiel. Und wieso stehen die eigentlich immer wieder auf? Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen hier nochmal rein, ist ja wohl ganz klar. Wir haben jetzt Monster erschlagen mit Fernkampfattacken. Ohne Tränke einzusetzen haben wir nicht geschafft. Haben wir nicht geschafft? Habe ich einen Trank genommen? Kann mich gerade daran erinnern. Waren das weniger als 80? Erschlage Monster innerhalb von... Naja, wir können ja immer wieder hier rein. Ohne Schaden zu nehmen, können wir erstmal drauf pfeifen. Ich gehe nochmal rein und dann machen wir die Quest nochmal. Weißt du, ich war ein Jäger wie du, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Da unten ist der Timer. Das sind genau die 6 Minuten. Ich zieh dich nur auf, Vicky. Ich bin viel zu geistreich für einen Jäger. Finde ich auch gut, dass der Typ das alles nochmal quatscht, obwohl wir schon gehört haben.
Ah, wir hätten mal mitziehen können. Komme ich denn da nach oben? Da ist eine Treppe. Hab ich grad gesehen. Kann das sein, dass wir hier echt alle besiegen müssen? Warte. Ich rieche etwas Verborgenes. Schätze. Komm schon, Dicky. Hol es dir. Naja, solange wir die Uhren haben, ist das alles in Ordnung. Wir wissen ja... Ach da, 12 und 80. Ich spüre es in der Nähe. Eine Schatzkiste voll mit feiner, feiner Beute. Komm schon, such. Ich weiß, dass du es willst. Aber wieso wurde das jetzt angezeigt? Wir hatten doch vorhin auch keine Anzeige. Oder ich habe mich hingeguckt in dem richtigen Moment. Das könnte auch sein. Aber ich frage mich gerade, wie wir hier in dem Gebiet keinen Schaden nehmen sollen. Ich meine, diesen grünen Monstern, den kannst du ja auch sehr einfach ausweichen. Am schwierigsten sind hier wirklich diese Lenkgeschosse. Gerade weil die immer wieder aufstehen. Und rüberspringen traue ich mich nicht. 27. Fehlt noch ein bisschen was. Kriegen wir trotzdem hin. Ach nee, heilen. Ich darf mich ja nicht heilen. Das hatte ich fast X gedrückt. Wobei, es heißt ja nur, wir dürfen ja keine Heiltränke benutzen. Was ist denn hier mit diesen Heilschreien? Die dürfte ich doch rein theoretisch benutzen, ne? Also, wenn das Spiel genau das meint, wie es auch geschrieben hat, müsste das ja funktionieren. Ich glaube, den Typen sollten wir vielleicht lassen. Kann das sein, dass das Dungeon auch genau abgepasst ist, dass wir exakt 80 Monster auch haben, die wir besiegen müssen? Und 20. Oh, wer ist der leuchtende blaue Kerl? Der Tag ist vorüber und Schatten reiten die Schwingen der Nacht. Eine einzelne Feder sinkt nieder von des wachenden Adlers Pracht. Warte, geh nicht! Habe ich etwas Falsches gesagt? Also es wäre einfacher, wenn wir hier alle Skelette mit einem Schuss platt machen könnten. Und habe ich schon mal gesagt, dass diese Zielsuchgeschosse mir richtig auf den Keks gehen? Vielleicht bist du doch mit einer Sense besser dran. Kann mir gut vorstellen, dass du da so eine Rundattacke auch machen kannst. So, und jetzt sind wir hart an der Grenze. Wir müssen noch 14 Gegner besiegen in 2 Minuten ohne Heilung. Na, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin, weil hier unten war ja auch nichts mehr. Die konnten, glaube ich, nichts. Ich weiß auch gar nicht, warum der normale Schuss der Schrotflinte immer nur einen Gegner anvisieren kann. Ja, hat aber ausgereicht. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen das jetzt nochmal und versuchen einfach keinen Schaden zu nehmen. Und wir haben ja alle Zeit der Welt. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall rausflüchten. Und dann bleiben wir am besten in der Mitte auch. Ja, machen wir nochmal. Oh, hier werden sogar im Chat Tipps gegeben. Beziehungstipps. Ja, also man kann gerne auch drüber sprechen, wer eine Frage an mich hat.
Ich stehe gerne zur Verfügung. Ja, wer meine Lebenserfahrung gerne hören möchte, möge es bitte in den Chatverlauf hineinschreiben. Ja, ich bin dann quasi mal Nils. Ja, also wer also wissen möchte, wie sich jetzt der Nils fühlt, das können Jungs am besten wiedergeben. Hab ich nicht recht? Ich denke schon. Ah, es geht früh los. Nein, nicht nur in dem Alter. Es gibt nicht das Alter. Man ist in jedem Alter irgendwie so. Na gut, okay, irgendwann weiß nicht, 80. Hast dann auch keinen Bock mehr. Da weißt du ja, wie es läuft. So, und jetzt gehen wir nochmal hier rein. Wenn wir das jetzt schaffen sollten, die Monster zu erschlagen, ohne Schaden zu nehmen, dann können wir uns nochmal auf die Suche machen nach den Geheimnissen. Vor allem zwei Geheimnisse. Kann ja nicht so schwer zu finden sein. Die Räumlichkeiten waren da nicht so groß. Aber das möchte ich dann schon noch machen. Weil ich will auch wissen, was passiert, wenn man in einem Gebiet alles erkundet hat. Und jetzt nehmen wir uns richtig schön viel Zeit. Ich war ein Jäger wie du. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Oh, guck mal, wie weitreichend das auch ist. Zieh dich nur auf, Vicky. Ich bin viel zu geistreich für einen Jäger. Ja, easy, oder? Solo geht's, da machen die überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber der da unten, der wird jetzt das Problem sein. Ach Mann, und ich habe schon wieder vergessen, einfach auszuweichen. Das heißt, wir können wieder von vorne anfangen. Oh, wer ist der leuchtende blaue Kerl? Das ist der, den wir zuerst besiegen müssen. Der Tag ist vorüber und Schatten reiten die Schwingen der Nacht. Eine einzelne Feder sinkt nieder von des wachenden Adlers Pracht. Guck mal, es geht. Warte, geh nicht. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nee, war schon alles in Ordnung. Und der haut sogar ab. Das heißt, der hat auch einen bestimmten Radius, den er langläuft auf der Karte. Und dann wird es ihm irgendwann zu viel und der lässt ab von uns. So, wie viele Gegner haben wir jetzt besiegt? So, also jetzt hätte ich dann schon gerne nochmal so eine kleine Grafik. Oder sag nicht, das Spiel ist so blöd und du darfst nur einmal Schaden nehmen. Ach, nicht mal. Wenn du das erste Mal Schaden genommen hast, dann zählt der Counter nicht mehr. Läuft das so ab? Weil wenn ja, wäre das ziemlich beschissen. Weil ich habe jetzt keinen Bock nach da unten zu gehen und jetzt nochmal irgendwie auszuweichen, weil ich weiß nicht, einmal getroffen wurde. Weil die Anzeige kommt dann nicht mehr. Ist doch seltsam, oder? So als ob die Chance vorbei ist. Jetzt haben wir Schaden genommen, okay. Dann gehe ich nochmal raus. Ich glaube, du darfst ja wirklich nicht ein einziges Mal Schaden nehmen. Hast du einmal Schaden genommen, kannst du sofort die Quest abbrechen. Das ist ja ätzend. Das muss man wissen. Na, ich denke, bis 22 Uhr kriegen wir schon noch hin. Ja, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ihr wollt doch sicherlich auch wissen, was passiert, oder? Da gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Gehen wir nochmal rein. Machen wir den Spaß nochmal.
Ich war ein Jäger wie du. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja, besser als ein Pfeil ins Herz. Das ist noch viel, viel schlimmer. Also metaphorisch gesprochen. Ich bin viel zu geistreich für einen Jäger. Wir sind viel zu verliebt. Ich hoffe, wir wurden noch nicht getroffen. Ja, manchmal kriegt das gar nicht mit. Ah, diesmal hat er uns nicht erwischt. Aber ich mag auch die Treppe, weil da ist dann der Schadensradius nicht so wirksam. Das finde ich gut. Wer ist 8 von 50. Der leuchtende blaue Kerl? Der Tag ist vorüber und Schatten reiten die Schwingen der Nacht. Eine einzelne Feder sinkt nieder von des wachenden Adlers. Ah, komm noch zu labern, komm runter, Typ. Komm runter! Warte, geh nicht! Hab ich etwas Falsches gesagt? Was denn hin? Hä, aber wo ist denn der Endboss hin? Oder der Zwischenboss? Also wenn wir das erst nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Haben wir's? Nee. Ah, 6 noch! Es sind noch 6. Das ist ein Hammer. Okay, das war einfach. Wir machen auch wirklich mehr Schaden. Also ein Level Up scheint ordentlich in den Schadensbooster mit reinzuhauen. 4 Stück noch. Und jetzt müsste mal irgendeine läppische Fackel reinlaufen, die auch nochmal Schaden macht. Dann schrei. Na, so sieht's doch gut aus. Jetzt können sie uns auch treffen. Völlig egal. Jetzt haben wir auch genug Zeit, um hier nach den Geheimnissen zu gucken. Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, das Gebiet ist überschaubar. Und wir gehen auf jeden Fall oben noch links, weil da hat doch die Stimme gesagt, oh, hier, da ist irgendwas. Ich rieche irgendwas. Ich schnüffle, ich rieche. Das sind Schätze. Und der meint bestimmt nur so einen ganz normalen Schatz. Da muss irgendwas, ja, ein Geheimnis auch umliegen. Kann ich mir gut vorstellen. Hier waren wir auch noch gar nicht gewesen. Also einfach nur ein weiterer Gang. Gibt's hier irgendwas? Nee, ich kann da auch nicht. Kann sogar da unten stampfen, wusste ich auch gar nicht. Ja, ich gehe erstmal hier hoch. Wie beim letzten Mal, denn hier war ja irgendwas. Warte. Ich rieche etwas Verborgenes. Schätze. Komm schon, Vicky. Hol es dir. Ja, ich muss hier einfach nur rüberspringen. Das ist auf jeden Fall ein Geheimnis. Ich
Ich spüre es in der Nähe. Eine Schatz. Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Tatsächlich. Und da stand Geheimnis, so tanzendes Schwert. Wir haben ein tanzendes Schwert gefunden. Ja, dann gehen wir mal wieder auf unsere Inventarslots zurück. Und wir haben 2 Schicksalspunkte, Stufe 5. Oh, das ist grün. Wir haben das erste Mal einen Gegenstand erhalten, der sich farblich abhebt. Einen Wear-Gegenstand. 23 bis 43. Und da ist die 31 auch zu sehen. Kann das sein, dass das Schildbruch ist? Das muss so eine, ja, Rüstungsdurchdringung. Das ist kein Hammer, das ist einfach nur ein Schwert, was ein Schild zerteilt. Das ist das Symbol. Und der kritische Schaden ist erhöht. Ja, ich teste das mal. Also ich bin immer noch der Meinung, der Hammer ist schon so die stärkste Waffe hier im Spiel. Aber wenn wir schon mal so einen grünen Gegenstand gefunden haben, ja, dann nutzen wir den auch. Und wir können ja auch mal hier nach oben durchscrollen. Was ist denn das hier alles hier eigentlich? Was ist das? Diamant. Verbreitet. Sockelgegenstände. Ach hier. Meteor. Verbreitet. Schaden. Das sind Skills einfach nur. Das sind irgendwelche Skill-Mummeln. Und die kannst du auch austauschen. Eine Zeitverzerrungsblase. Schaden pro Sekunde. Bumerang. Absorbiert Schaden. Oh, der Skill, der hätte uns jetzt hier bei der Quest ordentlich geholfen. Hätten wir nämlich keine Lebenspunkte verloren. Aber ich teste mal hier den Bumerang. Ich meine, wir können ja so ein bisschen rumprobieren. Da hat ja keiner was dagegen. Und hier 3. Der Schurke. 60% kritischer Schaden. Nehmen wir auch rein. Das nehmen wir auf jeden Fall rein. Ja, ist ja viel besser. Das ist viel, viel besser. Da kann sich irgendwie ablegen, doch da. Mit dem Vierecks-Button kannst du es ablegen. Was? Ach, wir haben nur eine gewisse Anzahl an Schicksalspunkten und das Ding verbraucht halt 3. Nehme ich trotzdem mit rein, weil 60 ist einfach mal... Ja, das ist der Burner, finde ich gut. Dann haben wir hier noch 2 Einer. Nahkampfschaden. Dann nehmen wir den mit rein und dann ist auch okay. Was haben wir noch Schönes? Wanted. Kopfgeldkostüm des Highlanders. Erschlage epische Monster an den folgenden Orten. Dämonenwelt, der wispernde Bau, die Vorratskammer, die Kloake, Witwenmine. Der Beschützer. Löst nach einem Nahkampftreffer eine Explosion aus. 150 Schaden. 10% Wahrscheinlichkeit. Naja, wenn man so spielt, dass man gar nicht oft getroffen wird, dann bringt der Skill einem nichts. Als Tank sicherlich sehr cool. Was ist das hier? Erzeugt bei einem kritischen Treffer eine Frostexplosion. Die Rüstungsschutz ignoriert. Alter, das muss mit rein. Das muss sowas von mit rein. Das nehmen wir. Aber uns fehlen Punkte. Das ist das Problem. Wir haben sehr, sehr wenig Punkte übrig und das ist schon sehr schade. Aber haben wir zumindest schon mal für den späteren Verlauf ein paar mehr. Doch, nee, uns fehlen keine Punkte. Die 2 Punkte wurden noch gar nicht mit dazu addiert. Wir mussten erst bestätigen und jetzt können wir es nämlich auch direkt reinsockeln. Ja, läuft doch. Da haben wir schon mal ein Geheimnis gefunden. So, bevor ich jetzt den Chatverlauf aus den Augen verliere, mal gucken, was hier gerade schön geschrieben wird. Was, Liebeskummer? Liebesmentor. Nein, Liebesmeteor. Da, so nennt man mich. Ja, ich bin im Bett der Liebesmeteor. Ich komme aber auch nur. Ja, wisst ihr, warum ich so genannt werde, der Liebesmeteor? Weil ich hier öfter komme. Oh, war das schlecht. Aber naja, muss so sein. Okay. Was? Und meine BFF ist auch in Nils. Oh je, okay. Ich glaube, das sollte ich nicht so laut vorlesen. Ja, und ich vergesse natürlich nicht, die Geheimnisse zu holen. Aber die ersten, ich meine, die Geheimnisse, die wir zuerst holen sollten, sind doch die Geheimnisse unserer Zuschauer. Das ist doch viel, viel spannender als das, was hier im Spiel passiert. Hier im Spiel kannst du online nachgucken, aber hier so Liebesdramen, das ist doch...
Das ist doch wichtig. Wir müssen doch untereinander helfen. Erfahrung teilen. Dafür ist doch die Community da. Oder nicht? Mädchen abgegeben. Das stimmt. Das ist doch ein Witz von der Stimme. Um den Spieler zu ärgern. Micha Puh ist auch noch da. Naja, dann machen wir uns hier im Spiel noch auf das letzte Geheimnis. Um es zu finden. Und dann haben wir zumindest hier einen kleinen Teilerfolg im Spiel. Mal haben wir nämlich die 5 Sterne geholt und dann mal gucken, was passiert. Ob dann irgendwas Spannendes passiert. Wo haben wir gerade diese Frost-Explosion geschafft? Overkill. Das, oh geil. Ja, das war die Frostnummer. Und jetzt stellt euch vor, ihr macht dauerhaft kritischen Schaden. Dann ist doch der ganze Bildschirm voller dieser... der Frostexplosion. Was will denn Dandagina noch machen? Der kann ja einpacken dann. Ist hier noch irgendwas? Ja, da ist eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Dann kann ich hier mit dem Hammer irgendwas einschlagen? Das sieht doch hier komisch aus. Das sieht doch so aus, als ob man irgendwas machen könnte hier. Okay, Leute. Wer auch immer das Spiel schon gespielt hat, was kann ich hier machen? Das ist doch irgend so eine Nebelaura. Eine offensichtliche. Da musst du doch irgendwas machen können. Vielleicht hier irgendwas aktivieren, das hier? Nee, das war nur für uns ganz gut. Oder du brauchst eine bestimmte Waffe. Also ich warte auch sowieso noch auf den Moment, dass wir irgendwann mal was zerschlagen müssen. Nee. Aber du musst ja irgendwas machen können. Vielleicht gibt es hier irgendeinen Schalter in der Nähe. Aber du musst alle Fackeln auspusten, wie auch immer das funktionieren soll. Ja, gute Frage. Gibt es in dem Spiel auch Bluteffekte? Keine Ahnung. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass eben ein tapferer Wachmann, ein Soldat, in seiner eigenen Blutlache lag. Also das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Effekt zählen, aber so gesehen, ja schon. Ich weiß auch gar nicht, ab wie vielen Jahren das Spiel ist. Bestimmt ab 16. Von daher... Alle, die hier keine 16 sind, sollten sowieso nicht einschalten. Das heißt, offiziell habe ich nicht gelesen, dass hier jemand 10 Jahre alt ist. Das ist natürlich eine Lüge. Ja, im Schutz des Internets sind wir alle 10 Jahre. So, möchte ich nur an der Stelle mal gesagt haben. Jetzt würde ich aber endlich mal einen Tipp haben, wie ich da hinten weiterkomme. Irgendjemand muss doch wissen, was man hier machen kann. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, da die Tür aufzumachen. Ach, na das ist ja ein Zufall. Victor Fran wurde beim Kumpel auch gezockt die Woche. Na, vielleicht, weil es eben im Sale war. Ich habe es mir auch nur deswegen gekauft. Aber wenn ihr schon gezockt habt, dann müsst ihr doch wissen, wie man da weiterkommt. Oder nicht? Oder habt ihr es ausgelassen? Weil wir sind ja am Anfang. Und gerade am Anfang, da gibt man sich doch noch sehr viel Mühe, oder nicht? Aber ich wechsle mal wieder zurück, weil den Hammer brauchen wir nicht mehr. Es muss irgendwas anderes hier geben. Vielleicht kannst du hier am Tisch noch irgendwas machen. Guck mal hier, das ist doch noch irgendein Buch. Und so ein Schalter. Nee. Kannst du nicht. Wir haben zwar einen Heiltrank bekommen, aber das war auch jetzt, ja, eigentlich was total Sinnloses. Oder du musst erst alle Gegner besiegen und dann wird sich dir der Weg öffnen. Das könnte auch sein. War auf Xbox? Okay, dann ist das schon Zufall. Kann ich da hochspringen?
Nee. Vor allem, warum sollte ich auch da hochspringen? Aber ob Xbox oder nicht Xbox, ich meine, es müssten ja trotzdem die gleichen Level sein, also von daher. Aber ich will das Geheimnis haben, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Ich will nicht hier schon wieder rausgehen. Overkill! Also ich denk mal, Blutungseffekte, die wird es auch geben, wenn wir irgendwann Gegner haben, die auch bluten können. Ja, bisher hatten wir nur Spinnen und irgendwelche Skelette, die haben eben kein Blut in den Körpern. So, jetzt haben wir auch alle Gegner besiegt. Ich gehe noch einmal nach oben, wobei es bringt ja auch keine Punkte. Warum soll ich da nach oben gehen? Hier! Da muss ich doch irgendwie hinspringen können. Oder nicht? Muss doch da hochgehen irgendwie. Ne, du kannst dich hier auch nirgends abstützen. Wobei, es sieht eher so aus, als ob man da nicht hochspringen könnte. Es sieht eher so aus, als wenn das der zweite Weg da unten wäre. Also vielleicht kommst du da auch nur einmal durch. Du kannst auch nicht hier auf diesen... Der springt immer drüber. Es wäre eine Idee, einfach hier auf diesen ganzen Balken lang zu laufen, aber das schafft unser Viktor Vran nicht. Der muss irgendeinen anderen Weg finden. Das ist halt das Blöde. Ja, letzter Versuch. Das ist auf jeden Fall hier der letzte Versuch und dann... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir später irgendeinen Skill erst bekommen werden, um hier nochmal durchzuprügeln. Vielleicht können wir uns morphen mit einer, weiß ich nicht, Dämonengestalt oder sowas. Ja, schade, dann werden wir doch nicht rauskriegen, zumindest in der Folge, in dem Stream, was es mit den 5 Sternen auf sich hat. Ob man dann eine extra Spezialbelohnung bekommt, in Form von neuen Skills oder neuen Waffen oder Rüstungen. Was ja schade ist, kann man überhaupt hier Rüstungen bekommen? Weil bisher ist doch unser Inventar nur mit Waffen gespickt. Haben wir hier irgendwo auch Ausrüstungsgegenstände? Ne, nur Tränke. Tränke, Dämonenkraft, alles nur für Schaden. Rüstung gibt's ja gar nicht. Das ist ebenfalls interessant. Während bei Diablo du einen Helm hast, einen Brustschutz, einen Beinschutz, Fußschutz, Handschuhe, Schultern und alles, was du eben auch nur erdenkliche dir vorstellen kannst, für dein Aussehen des Charakters hast du hier tatsächlich nur Waffen und Tarotkarten, so wie es aussieht. Schade, also ich habe das bei Diablo mal gemacht, wenn man so einen eigenen Style mit Farbe und Form so anpassen konnte. Ja, dann gehen wir jetzt zum Questmarker und dann hat sie das nämlich auch. Adrian ist ein geübter Jäger. Aber kann er an diesem Ort überleben? Und warum sollte er weiter für eine verlorene Sache kämpfen? Na, irgendeinen Grund wird er schon haben. Wenn er wirklich in der Grabstätte der Verdammten sein sollte und hier umgekommen ist, dann hat er hier unten irgendwas gesucht. Bestimmt irgendeinen heiligen Gegenstand, den er für seine eigenen Zwecke gebraucht hat. Der Geruch steigt einem sofort in die Nase. Nicht der sterile, trockene Geruch einer Gruft. Nein, dies ist ein anderer, allzu vertrauter Geruch. Der Gestank von verrottendem Fleisch. Als er das gesagt hat, habe ich mich gerade auch gefragt, ja, heißt denn, wird denn Geruch tatsächlich Geruch ausgesprochen? Das höre ich auch sehr selten. Der normale Mensch sagt doch bestimmt eher Geruch. Ein weiterer Leichnam. Könnte es Adrian sein?
Nein, das sind die Adrian. Stimmt, ich wollte den Bumerang testen. Hat irgendwas gebracht? Zerstöre in der Grabstätte die Verdammten. Einer der unseren ist hier gefallen. Aber es ist nicht Adrian. Ich werde diese Gruft reinigen, sodass du in Frieden ruhen kannst, Bruder. Ja, mach das. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ich wechsle mal wieder auf den Hammer. Ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass Knochen viel mehr und besser zersplittern, wenn ein Hammer draufschlägt. Und es ist auch effektiver. Also sich hier mit dem Schwert lang zu schnitzeln, das macht irgendwie nicht ganz so viel Spaß und auch nicht so viel Sinn. Die Effekte sind zwar ziemlich cool. Kann das sein, dass der Hammer auch einen größeren Radius hat? Okay, also bei dem ist es zu überlegen, ob man mit dem Hammer spielen sollte. Er ist sehr flink. Ja, schade, er konnte zumindest noch sein. Der Tod eines Jägers wird von anderen Jägern oft als das Dahinscheiden eines Familienmitglieds betrachtet. Wir trauern und trinken auf die Taten und Leben jener, die wir verloren haben. Aber so richtig stark ist der Bumerang jetzt auch nicht, oder? Ich meine, wir machen ja mit so gut wie einem Schlag ein Skelett platt. Nee, also der ist wesentlich schwieriger zu besiegen. Vielleicht sind wir doch mit dem Schwert spielen. Weil im Endeffekt sind es ja auch die schweren, harten Sub-Bosse, die uns immer wieder vor einer Herausforderung stellen. Und wenn die halt mit dem Schwert einfacher zu besiegen sind, ja komm, dann lass uns doch eher Schaden nehmen von den kleinen Minions. Ja, viel besser. Dann nehme ich alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Also wir bleiben dann doch hier bei dem Schwert. Ist ja oft so bei Rollenspielen. Also wenn ich ein Spiel spiele und gerade bei so Spielen, da wo auch die Anfangsentscheidung sehr, sehr wichtig ist, wie bei Etrian Odyssey zum Beispiel, da ist es auch sehr wichtig, dass du dich von Anfang an für die richtigen Skills entscheidest. Und da macht es schon Sinn zu überlegen, okay, welche Skills brauchst du, um einen möglichen Endboss zu besiegen. Die Zwischengegner, wenn man es da einfacher hat, das ist völlig egal. Die kriegt man ja auch so platt. Hier war das perfekte Beispiel. Wie du jetzt diese ganzen Minions besiegst, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du Schwierigkeiten hast bei diesem einen Gegner, dann sollte man auf jeden Fall versuchen, an der Ausrüstung irgendwas zu verändern. So, und damit haben wir nämlich auch schon 22 Uhr. Das war doch das perfekte Wort zum Sonntag. Nimm das mit. Und jetzt gucke ich mir nochmal ein paar Chat-Nachrichten an. Mal gucken. Was habe ich denn verpasst? Da steht Wandsprung. Das ist wahrscheinlich vorhin gewesen. Ja, hat nicht mehr funktioniert leider. Also da gab es ja keine Wand und es sei denn, ich habe halt die Wand übersehen, die du gemeint hast, aber da, wo ich stand, da gab es nichts zum Hochspringen, leider. Och, und die Xbox hatte es als kostenloses Spiel des Monats. Da hätte ich mich gefreut. Wisst ihr, was bei der PlayStation gerade drin ist bei Spiel des Monats? Irgend so eine totale Mega-Kacke, wo keiner mit was anfangen kann. Five Nights at Freddy's. Ach, die Freddy-Filme. Oh, also die würde ich mir mit 10 aber nicht angucken. 2412 MB und der Weihnachtsmann oder was? Weihnachtsfrau? Ja, gute Frage. Wieso kennst du das? wir werden es nicht rauskriegen. Und die beste Antwort, na, weil ich es kenne. Das Logo. Horrorgame. Nee, ich habe das Geheimnis dann nicht vergessen. Also wenn wir jetzt nur noch beim Spiel sind, das Geheimnis habe ich ja wirklich nicht vergessen. Ich habe ja hier offensichtlich ja auch gezeigt, wo es ist. Da war ja die Truhe auch zu sehen. Also wo das Geheimnis ist, war klar. Aber wie man hinkommt, das war leider nicht klar. Ja, MB will gleich Schluss machen. Das stimmt.
Und ihr wisst ja, es ist wie im richtigen Leben. Schluss machen fällt einem immer sehr schwer. Da musst du die richtigen Worte finden, ne? Ja, dass der Gegenüber nicht anfängt zu heulen. Aber ehrlich betrachtet ist doch immer der Typ derjenige, von dem man sich trennt. Das heißt, der Typ muss aufpassen, dass er nicht heult. So ist das wahre Leben. Typen machen nicht Schluss. Typen sind mit dem zufrieden, was sie haben. Hab ich gehört. Ja, die schweren harten Sub-Bosse. War keiner. War natürlich so ein ganz normaler Pillepalle-Gegner. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Ach, was soll's. Für mich war es ein Sub-Boss. Punkt, aus, Ende. Sense. Ach, und ich hab die noch nicht mal getestet. Warte mal, haben wir die noch irgendwo? Haben wir die von einem bekommen? Die müssen wir noch mal ganz kurz austesten. Da, hier. Rüsten wir mal aus. Die hat einen Schaden von 8 bis 81. Oh, die kann nach vorne. Irgend so ein Skill. Ach, und der gute Barbaren-Skill, verstehe. Ja, das macht die Sense dann tatsächlich interessant, weil das ist ja die Fähigkeit, die bei Diablo auch sehr oft genommen wurde. Hängt aber auch vom Schaden ab. Wenn der Schaden jetzt nicht ganz so hoch ist, tja, dann kannst du dich im Kreis drehen, wie du willst. Aha. Five Nights at Freddy ist überhaupt nicht schlimm, sind da nur 5 tote Kinder. Deswegen heißt es ja auch Five Nights. Alles klar. Ja, hätten wir das auch mal kurz gelesen. Ja, das sind die wichtigen Dinge hier. Hat noch jemand irgendwas, was er mir sagen möchte? Ich glaube nicht. Okay. Ja, es ist 22 Uhr. Ich werde mich mit dem Spiel auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Und dann werden wir uns im nächsten Sonntag wieder sehen hier an der gleichen Stelle. Und diesmal wird es dann auch 18 Uhr werden. Ich habe keine Ahnung, ob wir dann nochmal Crosscode spielen werden. Und wir haben ja auch bald Monatsende. Das heißt, Crosscode muss irgendwann auch mal zu Ende gespielt werden, weil neuer Monat, neues Spiel. Habe ich mir schon vorgenommen. Und wer weiß, was es auch im nächsten Monat gibt. War nicht Ende November sogar Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli? Ich glaube ja. Die kamen nicht erst im Dezember. Und das wird auf jeden Fall gezockt. Aber da haben wir immer noch ein bisschen Zeit zur Überbrückung. Ja, ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, bis zum nächsten Part. Also macht's gut, rein gehauen und tschüss.